Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 4. Juni 2024. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, heute haben wir gleich eine Doppelkonjunktion, die es zu besprechen gilt. Und dabei steht wieder mal auch Merkur im Fokus. Denn Merkur wird heute Morgen, also am Dienstag selber, wird heute Morgen um 8.12 Uhr hat er das Trigon zu Pluto gemacht und um 12.23 Uhr, heute Mittag, trifft er dann auf Jupiter. Das heißt, Merkur, der gerade gestern erst ins Zeichen Zwillinge gewechselt ist, aktiviert nochmal dann heute das Trigon, also die harmonische Verbindung zwischen Jupiter und Pluto. Da kann es um Machtthemen gehen. Machtthemen bedeutet auch herauszufinden, und das ist oftmals eine Sache des Mindset, also der gedanklichen Ausrichtung, wo ich eigentlich Macht habe und wo nicht. Manche Dinge sind für mich vielleicht machbar, auch wenn ich glaube, sie sind nicht machbar, weil das dann meiner Prägung entspricht. Also das Machbare herausfinden und mit Jupiter dort die Möglichkeiten sondieren. Also Merkur, Jupiter kann natürlich zur Übertreibung neigen, weil Jupiter ist die Fülle, sind die Möglichkeiten, ist auch das Glück, aber trotzdem können aus dieser Fülle der Möglichkeiten auch sich gute Möglichkeiten herauskristallisieren. Außerdem hat es natürlich viel Jupiter auch mit der Sinngebung zu tun, sodass Merkur Jupiter am besten genutzt ist, wenn wir einmal über die Sinnhaftigkeit unseres Daseins nachdenken. Was macht für mich Sinn? Welchen Dingen, die sinnvoller sind für mich und mein Leben, sollte ich eher nachgehen und welche, die nicht so sinnvoll sind, eher fallen lassen? Und dann haben wir noch eine zweite Konjunktion, nämlich die Venus erreicht die Sonne und überholt sie dann quasi. Und das ist heute Nachmittag um 17.33 Uhr perfekt, hier im 15. Grad der Zwillinge, also mittig Zwilling. Und damit wandelt sich Venus auch, wo sie vorher eben Morgenstern war, wird sie zum Abendstern. Und das ist eine sehr mystische Geschichte, nicht? Weil früher, wo die Leute noch nicht unser naturwissenschaftliches Wissen hatten, war das so, wie kann der gleiche Stern manch eine Zeit lang abends und eine Zeit lang morgens zu sehen sein. Aber erstmal muss die Venus sich natürlich eine Zeit von der Sonne entfernen, dass sie überhaupt sichtbar ist. Ja, Sonne-Venus-Konjunktion ist natürlich erstmal ein wunderbarer Aspekt, weil die Sonne beleuchtet Venus und Venus der Planet der Liebe, der Hingabe, der Beziehung, der Kunst, der Harmonie, des Ausgleichs. Von daher alle Möglichkeiten heute gegeben für einen Tag der Fülle. Oder eben auch, dass uns eben bewusst wird, dass eben nicht diese Fülle und da ist oder dass zu wenig Venus in unserem Leben ist. Das wäre dann ein Auftrag, hier wieder mehr in Richtung Liebe, Annäherung, Beziehung vielleicht zu gehen auch. Ja, das Ganze begleitet hier von einem Mond im Zeichen Stier, der auf den nächsten Neumond zuläuft, der am Donnerstag exakt ist. Heute Mond Stier, eine schöne Stellung für den Mond auch. Er ist hier schon sehr dicht dran an den Planeten, hier auch an der Sonne. Also die Zeit die Vorm-Neumond-Zeit ist da, die oftmals eben sehr stark auch unbewusste Dinge anspricht, die dann hochkommen können, die sich zeigen können. Im Guten wie im Schlechten, kann man mal so sagen. Mit Mond Stier ist es auch bei dieser vielen Luftbetonung hier mit Merkur, Jupiter, Venus und Sonne in den Zwillingen ist mit Mond Stier, ist es sicherlich von Vorteil, wenn wir uns gut erden, wenn wir viel in der Natur sind, wenn wir uns bewegen, wenn wir in unserem Körper auch sind. Der Mond wird dann morgen früh am Mittwoch um 10.36 Uhr wird er dann in die Zwillinge wechseln und dann beginnt die ganz heiße Neumondzeit. Und ich schalte hier schon mal einmal auf den Neumond dann vom Donnerstag 14.38 Uhr und da sehen wir eben, klar ist noch die Sonne-Venus-Konjunktion, ist noch da, sind noch im gleichen Grad Sonne und Venus, weil Venus nicht so viel schneller ist.
Der Mond dazu, also dieser Neumond in klarer Verbindung zur Sonne, Venus-Konjunktion. Merkur ist schon ein bisschen aus der Jupiter-Konjunktion rausgelaufen. Aber hier Trigone zu Lilith, Trigone zu Pluto, also ein sehr harmonischer Neumond. Auch wenn sich hier mit Mars, der Ende Widder läuft, schon das Quadrat zum Pluto andeutet, was am Sonntag exakt ist, wo es im Grunde dann nochmal geht, dann auch darum nochmal geht, einen größeren Stein aus dem Weg zu räumen, ist das doch ein sehr harmonischer Neumond, der dann auch einiges verspricht für die 29, für den neuen 29 Tage dauernden Sonne-Mond-Zyklus. Also bin gespannt, wie ihr alle heute die Konjunktion erlebt. Vielleicht gebt ihr das dann morgen mal in die Kommentare oder so ein. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Dienstag. Mit Sonne Venus sollte man vielleicht den Tag nicht nur mit Arbeit zupacken, sondern sich auch etwas Freude gönnen, auch mal genießen, auch mal, wenn es möglich ist, den Umständen entsprechend natürlich auch mal genießen, mit Menschen, netten Menschen zusammen sein. Das wünsche ich uns. Und bis dahin alles Liebe und Tschüss.